Wir zeigen Ihnen nun, wie Sie die gleichen Einstellungen auf mehreren ACBs verwenden. Wir haben die Hager Power Setup Software auf dem PC installiert. Durch Klicken auf das Hager Power Setup Symbol starten Sie die Software. Verbinden Sie den PC per USB-C-Kabel mit dem Leistungsschalter. Nun sind Sie mit dem Leistungsschalter 1600 Ampere dreipoligen Sentinel Energy LSIG verbunden. Öffnen Sie das Menü Einstellung. Hier sehen Sie die aktuellen Einstellungen des Leistungsschalters, mit dem Sie verbunden sind. Klicken Sie auf Speichern für den nächsten Leistungsschalter. Verbinden Sie Ihren PC mit dem nächsten Leistungsschalter. Gehen Sie zum Menü Einstellung. Klicken Sie auf Gespeicherte Einstellungen laden. Klicken Sie auf Senden. Bestätigen Sie. Und fertig. Vielen Dank.